Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary, nicht Legend, ich wollte gerade Legend wieder sagen. Wir sind hier in der nächsten Halle im Tempel von Camon und wir haben hier gerade erstmal ein bisschen zu gucken, was es überhaupt gibt. Wir wurden gerade von Krokodil angegriffen, was mir nicht so gefallen hat. Also Secrets finde ich viele, aber ich finde es blöd, dass die Secrets nicht mehr aufgezählt werden. Also das ist ja halt doch der klassische Secret-Sound. Dann hätte man dann irgendwie das Spiel das einbauen können, dass es hier wirklich Secrets gibt. Die müssen ja nicht mehr was sein, einfach nur, also okay, die müssen halt schon was sein, halt, die müssen halt diesen Sound abspielen. Und dann steht da halt, ist ein Secret. Okay, ich glaube, ich muss ins Wasser. Sonst finde ich hier gerade keinen Weg. Ich sehe hier die Palmen. Können wir an die ran? Nö. Hat mich auch gewundert. Genau, Krokodil haben wir erschossen. Da kamen wir her. Oben sehe ich irgendwas. Ich tippe auf, das Ding geflutet wird. Mal gucken. Ich dachte gerade, hier kommen die jetzt irgendwie und mich fressen direkt. Was sich vom Sound so angehört hat. Okay, hier ist nichts weiter. Da hinten ist aber was. Okay, ich tauche nochmal auf. Ich tippe mal darauf, dass ich hier nämlich durch soll. Und dafür würde ich da ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, Lara. Meine Fresse, ich hasse die Unterwasserstunde. Die ist ja ein kompletter Müll. Okay, das war knapp. Jetzt sind wir hier dran. Da ist irgendwas zum Hochklettern. Ich will erstmal trotzdem mich ein bisschen umgucken im Wasser. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie einen Schalter oder sowas. Oder AP. Es wäre tatsächlich cool gewesen, hätten die einfach alle alten Spiele bis Angel of Darkness am besten auch nochmal in der Engine hier gemacht, weil die Engine finde ich halt einfach besser. Aber gern mit dem Save State Feature der alten Spiele. Das war auch cool. Ich habe echt gar kein Gefühl dafür, wie lange Lara tauchen kann. Also, gefühlt hört es immer sofort auf, dass man tauchen kann, man hat keine Luft mehr. Aber eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht so wenig. Ich bin ja komplett eine ganze Runde hier geschwommen gerade und ich habe es halt gar nicht gemerkt, bis ich gerade Punch aufgetaucht bin. Okay, ich tippe, das ist der einzige Weg. Weil ich sehe gerade keinen anderen. Da habe ich gerade ein bisschen zu weit gelaufen, weil ich gerade versuche, meinen Stuhl einzustellen. Da kann ich hoch. Was zur fucking Hölle macht ihr hier? Ist das komplett getimed? Nein. Okay, es fährt nur komplett raus. Ich bin einfach weggesprungen. Okay, also ist eigentlich nur die Ebene die nächste. Sieht ein bisschen dunkel aus, wo mein Wasser ist. Das ist ganz lustig. Oder hat das doch was zu tun mit dem Timing? Oh, mein Headset ist fast leer. Muss mal kurz mein Kabel rausziehen. Weil es so ein Meter lang ist. Also nicht ein Meter lang, sondern ein Meter Mehrzahl lang. Ich habe nach rechts gedrückt, leider. Schon wieder. Ja, komm, kann man lassen. Okay, jetzt wollte Lara gar nicht springen, cool. Fahren wir mal hoch. Ich habe halt keine Ahnung, wonach das geht. Also. Ich bin eben gerade noch mal ein Stück rausgefahren. Das fällt jetzt wirklich komplett rein, oder? Ich hasse, dass man einfach so seitwärts da immer die ganze Zeit reinfällt. Okay, ich glaube, das ist so richtig. Okay, da kann ich irgendwas mitmachen. Da kann ich klettern, da ist irgendwas zum Ziehen oder so.
Okay. HP. Spannend. Das war mein Plan. Da hat Lerma wieder nicht gedacht, hey, springen, wichtig. Der hat gedacht, nö, heute nicht, mein guter Freund. Heute nicht. Hä? Warum fällst du denn da runter einfach? Ich hasse es, ey. Das war ein bisschen creepy, was machst du? Okay. Bewegt sich das jetzt nicht mehr? Oder was ist das Ziel? Okay, jetzt erkennst du meine Bewegung nicht mehr, jetzt kann ich das auf der Seite noch machen. Gut, und jetzt? Also da komme ich, glaube ich, nicht ran. Ich kann versuchen, hier ranzukommen und da, aber dann komme ich da oben nicht hin. Das ist im Weg noch. Die Dinger machen anscheinend gar nichts mehr. Ah, ich bin blöd. Ich habe doch die Kiste da. Kann ich mit der was machen? Weiß ich nicht mal. Ist die Frage, ob die Kiste irgendwie relevant ist, dass wenn ich dann hier gleich runtergehe, das Ding hinter mir wegfährt. Haben wir den Mechanismus jetzt einfach kaputt gemacht oder ist das so gewollt? Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht hier rüber sollen. Weil hier kann ich zwar ran, da oben komme ich nicht hin. Hier komme ich hin, aber bringt mir nichts. Okay, gut. Habe ich richtig gedacht, ausnahmsweise mal. Das war mein Plan, Lara. Genau. Ich wollte nach da unten. Okay, und jetzt? Keine Ahnung, wo ich genau hin möchte. Ich kletter erstmal hier hin und gucke mal, was das mir bringt. Okay, das Ding ist noch nicht rausgefahren, glaube ich. Sonst kann ich da rüber schwingen. Was habe ich davon eigentlich? Eigentlich nichts. Hätte gerne eine Plattform, auf die ich hinstellen könnte und mir dann mal Sachen angucken könnte. Die dann nicht wegfährt. Also sowas wie unten gerade, nur halt hier oben irgendwo. Okay, hier waren wir schon auf der anderen Seite, ne? Soll ich... Okay, es hat nicht ganz geklappt. Mhm. Jetzt sind wir hier unten wieder, super. Hab ich richtig Bock zu. Meine Güte, Lara. Also die Steuerung von den Kisten gefällt mir immer noch gar nicht. Passiert lange Zeit gar nichts und auf einmal, ja, bin sie doch geschoben. Kann ich das hier wenigstens... Nein? Kann ich es rückwärts ziehen? Ein bisschen, ja. Warum ecke ich denn da hinten an? Ach Gott. Dass Lara es auch mal sofort loslassen muss. Also da hinten, da fehlt mir auf jeden Fall noch irgendwas. Aber wo soll ich das aktivieren oder wie? Ist das irgendwie getimed wieder mit irgendwelchen Sachen? Ich weiß es nicht.
Warum funktioniert es beim ersten Mal nie? Das verstehe ich nicht. Muss ja irgendwas hier mit zusammenhängen sein. Also, wenn ich hier rüber gehe, dann sehe ich ja, dass da irgendwas ist. Okay, das ist auch nicht. Was soll ich denn machen? Hä? Warte mal, wie werfe ich meinen Haken nochmal auf Q, ne? Vielleicht muss ich doch hoch und irgendwie da nochmal wirklich ranzielen? Weil ich wüsste nicht, wo ich mich sonst hinstellen soll. Du machst auch nichts, ne? Weil wenn ich darauf ziele, okay, hier kann ich es nicht testen. Aber kann ich das noch irgendwas anderes tun? Nicht wirklich. Wir haben diesmal auch gar keinen Gegenspieler, oder? Also wahrscheinlich wieder irgendwelche Mumien töten am Ende. Aber wir haben hier keinen normalen Typen, so wie... ja, den Buben mit der Shotgun in Peru oder den Typen mit den beiden Deagles hier in Griechenland. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube irgendwas mit G oder so. Gar keine Ahnung, könnte ich mir auch komplett irren. Aber hier haben wir noch keinen. Also wir wissen von keinem Gegenspieler. Irgendwie einer von diesen, wie hieß diese komische Firma da? Für die wir das hier eigentlich machen. Diesmal hat es ausnahmsweise mal geklappt beim ersten Mal. Ich bin der Meinung, ich war ja schon hier oben und da konnte ich dann nicht da hinten das hinmachen. Vielleicht muss ich es wirklich hinter dem Ziel machen. Ach doch, na klar geht das. Oh, das war knapp. Okay, und hier ist was zu tun. Cool. Okay, ja, kriege ich hin. Wenn ich weiß, wie ich da rankomme. Hier sehe ich erstmal nichts in dieser kleinen Räumlichkeit. Ich sehe das hier. Wahrscheinlich soll ich einfach ranspringen. Weil die andere Seite war kaputt, das habe ich gesehen. Wenn ich hier auf der anderen Seite... ah, nee, das ist natürlich zerbrochen. Das heißt, ich musste da sogar hin. Was ansonsten sehe ich nicht. Das heißt, hier mal drücken. Ach, wir sind im Hauptraum, okay. Jetzt wird das hier geflutet, ne? Oder da passiert irgendwas. Ja, okay. Dann habe ich nicht gerechnet. Okay, ich kann nach da und das war's auch. Wenn das funktioniert, machen wir es natürlich auch. Ach Gott, Alter, dieses Spiel. Da hinten ist ein Secret. Wie komme ich da hin? Das wäre hier einmal komplett lang springen, ne? Ich glaube, drei Stück waren das hier. So, Secret. Nee, das war falsch. Hier, Level-Statistik. Wir haben 2 von 3, genau. Ist die Frage, wie wir wieder zurück sollen. Wahrscheinlich dann einfach ins Wasser springen, oder? Also, ist für mich da einfach so weg, hier rauszukommen. Okay, da hinten ist der Ausweg. Dann gibt es hier, glaube ich, keinen zurück. Obwohl, doch, wir können hier ranspringen, klar. Aber hier gibt es keinen zurück.
dachte, das ist Karabäen oder sowas, aber zum Glück nicht. Hallo Freunde, es ist ich, die Lara. Mit Munition. Und Munition für Waffen, die ich immer noch nicht habe. Ich habe ja eigentlich alles gemacht, ne? Hier ist nicht so weit. Da rechts von mir ist was. Kann ich da einfach so ranhopsen vielleicht? Ne. Au. Mist, habe ich jetzt vorher geschossen, weil ich dachte, ich kann auch wissen, was. Meine Fresse, wie seid ihr denn? Ich muss gerade nachladen, na super. Au! Okay, vielleicht ist es doch hier ein bisschen angebracht, die Waffen zu benutzen. Können wir gleich mal großes nehmen, würde ich sagen, wenn wir voll sind. Okay, ich glaube, hier hat es tatsächlich mehr Sinn gemacht, auf die großen Waffen zu wechseln, weil ich die halt nicht so gut runterschießen konnte. Macht es mit der Shotgun vielleicht Sinn? Ganz ehrlich, ich hasse sowas. Meine Güte. Ich habe der Shotgun am besten einfach nur abwarten und nicht noch vorher schießen. Okay, hier ist nichts, wie es aussieht. Dass das klappt. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten zum Springen, sehe ich gerade. Hinter mir ist ja irgendwas, dass ich da ran kann. Oder ich kann hier hoch, nicht zurück, sondern nach links. Natürlich. Warum soll es auch schnell funktionieren? Genau, und da können wir es aber mit den hier. Bleibt der bitte da oder hat er ein Ablaufdatum? Das ist nämlich echt doof. Ich hasse, wenn was so getimed ist. Doch, Lara, mach doch mal richtig. Okay, wieso habe ich hier kein Momentum mehr drauf? Sonst ist das doch immer ohne Probleme machbar. Okay. Kann ich nach rechts hier vielleicht noch springen? Ne, ist ja alles rutschig. Es wird irgendwie nicht richtig, dass ich hier einfach kein Momentum drauf bekomme. Oder muss ich hier direkt. Ich kann doch direkt nach hinten springen, genau. Das wird es wahrscheinlich sein. Und dann soll ich mich von hier so ran. Nein. Okay, dann nicht. Irgendwie warte, dass das klappt. Okay. Damit habe ich es ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das hier das Ziel ist. Aber gut. Da vorne gibt es Sachen. Und hier habe ich irgendwo den Haken rausgeholt, ne? Genau hier. Ja, danke für das Secret. Brauche ich nur leider nicht. Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr, ey. Was soll denn das? Okay, wenn man es verstanden hat, ist es gar nicht so schwer. Das habe ich gemacht. Sonst sehe ich hier nichts. Das heißt, wir könnten hier weitergehen. Aber es wäre es im nächsten Part. Ich habe es gefunden, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.